Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einem neuen, ja, ich will schon fast sagen, Informationsvideo mit eurem Chronostaff. Wobei das hier eher noch ein verspäteter Teil des 20.000 Abo-Specials ist. Ich befinde mich gerade mit euch auf der Gigantik, aber das ist nur für die Optik. Das Thema, das ich eigentlich ansprechen wollte, eigentlich schon bevor ich so richtig angefangen habe mit 20.000 Abo-Specials, das war das Thema Merchandise, was manche von euch auch schon mal angedacht hatten. Und zwar ist es ja so, dass man als YouTuber mit einer gewissen Größe, und ich denke mal 20.000 ist für unsere Community schon ganz gut groß, sich Gedanken macht, ob man sich nicht mit Hilfe von Merchandise in irgendeiner Form verewigen will. Und ja, meine Frage wäre natürlich erst einmal an euch, da ihr ja schließlich die Community seid, hättet ihr überhaupt Interesse an einer Art Chronostaff Merchandise? Also quasi Chronostaff-Fan-Artikel, wenn man es so ausdrücken will. Und wenn ja, was würdet ihr euch drunter vorstellen? Was würdet ihr euch wünschen? Weil das nützt ja nichts, wenn ich mir jetzt hier Gedanken mache, irgendwas rausbringe und das interessiert dann keinen. Sondern ich denke, das ist ein Thema, das kann man ruhig mal mit seiner Community diskutieren. Und das können wir auch unter diesem Video in den Kommentaren mal ganz breit diskutieren. Und sollte sich dann auch ein Publikum für diese Idee finden und sollten schon die ersten Gedanken auch durch die Kommentare sausen, dann muss ich natürlich auch noch wissen, wie macht man sowas eigentlich? Gibt es da spezielle Internetseiten? Hat vielleicht jemand von euch Erfahrung mit anderen YouTubern oder so, die sowas machen, die das über eine spezielle Internetseite vertreiben? Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Auch das könnt ihr mir gerne in die Comments schreiben, damit ich da mal eine grobe Idee, also zumindest eine grobe Idee kriege, so einen ganz groben Einfall, wie das ablaufen soll und was da genau dann auch rauskommen soll. Ja gut, ihr seht auch schon Gigantik, zu diesem Thema komme ich aber später nochmal. Ich wollte einfach jetzt mal was Nettes für die Optik haben. Ich denke, ich habe alles gesagt zum Thema Merchandise. Wir können gerne mal diese verschiedenen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, in den Kommentaren diskutieren. Ich bin schon gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ich verabschiede mich eigentlich auch schon wieder von euch. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.